Moin, moin! Dieses Mainboard hier hatte mir mal der Thomas zugeschickt. Nochmals recht herzliche Grüße an dieser Stelle. Das Problem ist allerdings, dieses Gigabyte B365 Aorus Elite, B365M wegen MicroATX vom Faktor, hat verbogene Sockelpins. Und hierbei handelt es sich um ein Mainboard mit Intels LGA 1151 V2 Sockel für Coffee Lake. Dann gibt es ja auch noch Comet Lake für den Sockel LGA 1200. Das ist ja das aktuellste, was man von Intel bekommen kann aktuell. Tiger Lake ist, glaube ich, noch nicht auf dem Markt, oder? Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Jedenfalls, naja, der Sockel 1151 ist eigentlich genau das gleiche wie eben die erste Generation, also V2 ist eigentlich genau identisch wie V1, nur der heißt dann halt nicht V1. So, das waren ja noch die 100er und 200er PCHs für Skylake und für Kaby Lake. So, und dann kam Coffee Lake mit einem scheinbar neuen Sockel. Warum, weiß selbst Intel wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, für das Mainboard brauchte ich dann auch noch eine passende CPU. Man könnte natürlich auch gucken, ob man jetzt hier Skylake oder Kaby Lake drauf zum Laufen bekommt. Da hätte ich dann auch ein paar Skylake Celerons, Pentiums und auch ein i5-6400, aber auch ein passendes Z170 Mainboard. Und ich habe auch den Pentium G4560 als interessanten Kaby Lake Dual Core mit SMT. Aber hier habe ich jetzt ganz günstig einen passenden Coffee Lake Celeron kriegen können für unter 30 Euro. Und zwar den G4900. Das ist wirklich unterstes Low-End mit 3,1 GHz, ohne Boost, ich glaube ohne AVX, wenn mich nicht alles täuscht, ein reiner Dual-Core, ohne SMT. Das ist den Pentiums vorenthalten. Ja, was macht man damit? Naja, das Mainboard ausprobieren. Warum es diese Celerons und Pentiums als Dual-Cores noch gibt? Ich glaube, das gibt es sogar auch noch für Comet Lake. Also mit Comet Lake gehen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, welcher Sinn dahinter steckt. Weil auch für Office-Rechner mittlerweile schon eigentlich recht betagt. Deswegen, zum Mainboard zeige ich euch den Sockel, was genau ich jetzt meine. Der hat nämlich hier, da kann man es hoffentlich sehen, also wenn man das so in das Licht hält. Ja, genau. Oh, Katzenhaare haben sich hier schon verirrt. Ja, hat nichts gebracht, den wegzupusten. Jedenfalls, wir haben, Moment, hier sieht man auch ganz viele verbogene Pins. Und da habe ich aber eine passende Zange für. Also eher gesagt, eine passende Pinzette für, die ich mir mal besorgt hatte. Und zwar, die sehen so aus, das sind sehr feine SMD-Pinzetten. Einmal gerade, einmal gebogen, die gab es dann so als Set. Die sind echt fein. Und damit habe ich bereits ein Mainboard schon erfolgreich reparieren können. Ich brauche da nur noch eine große Lupe, viel Licht und dann viel Zeit und eine ruhige Hand, um eben die Pins wieder gerade zu biegen mit diesen Pinzetten. Aber damit ist das prinzipiell möglich. Und dann schauen wir uns an, ob das Mainboard mit dem Celeron G4900 hier auf der rechten problemlos funktioniert. Und dann könnte man natürlich irgendwann vielleicht nochmal überlegen, ein CPU-Upgrade einzuläuten. Ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls, wir haben hier alles, was wir brauchen, so an Anschlüssen. Und vielleicht können wir auch nochmal irgendwann ausprobieren, Skylake und Kaby Lake hier auf dem Mainboard lauffähig zu bekommen. Ich schaue mir nochmal kurz hier den Soundchip an. Das ist ein Realtek. Sieht nach 892 aus. Ja, nichts Besonderes. Aber der hat immerhin noch sichtbare Pins. Und ich hatte in der PC Games Hardware mal gelesen, dass es durch den Soundchip
dann zu einer Sperrung kommen kann, dass man eben den Flash, den BIOS Flash Chip nicht programmieren kann. Dann muss man da bei dem Soundchip zwei Pins verbinden und dann ist die Sperrung aber aufgehoben, was interessant ist. Okay, dann bin ich mal gleich gespannt, ob das Mainboard noch in irgendeiner Art und Weise funktionieren wird, weil ich habe die Befürchtung, dass ein Sockelpin abgebrochen ist. Und ich hatte das mal mit dem Pinout von Coffee Like verglichen und an dieser Stelle könnte der DDR-RAM Controller quasi sitzen, also die Kontakte für den Arbeitsspeicher. Das heißt, naja, wahrscheinlich wird es dann nur mit einem Modul, also mit einem Kanal nur noch laufen, statt mit zweien. Was an für sich schade ist für das Mainboard, aber ja gut, wir testen es aus. Wir haben ja hier auch dann die passende CPU. Zeige ich euch das mal eben kurz hier in dem Bereich. Ja, das sieht man. Naja, gut, mal gucken. Dann installiere ich jetzt mal den Celeron. Grafikausgänge haben wir ja, dass wir dann die Onboard-Grafik nutzen können und dann mal gucken. Gut, den Kühler hier, den können wir auch erstmal weglassen. Da müsste ich mir sowieso noch ein Wärmeleitpad für besorgen und passende Schrauben. Also von daher, der Celeron hat ja auch eine sehr geringe Stromaufnahme, dass die Spannungswandler ruhig auch ungekühlt bleiben können. Nun zum Thema Arbeitsspeicher. Hier habe ich sämtliche DDR4-Module und dann nehme ich mir hier G-Skill Aegis, 4 Stück raus. Ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem RAM-Takt der Celeron hier umgehen kann. Also die aktuellen Prozessoren, die können ja glaube ich 3200 MHz auch schon. Aber bei Coffee Lake war das, glaube ich, noch nicht der Fall. Ich bestücke jetzt auch andersrum. Ich bestücke jetzt auch insgesamt 4 je 4 GB große Module, um dann auch die funktionierenden RAM-Bänke zu ermitteln. Weil, wie gesagt, da ist ja ein verbogener Sockelpin, der auf den Speicher kommt. Ja, auf die Arbeitsspeicher zurückzuführen sein könnte. Jetzt noch ein Corsair VS650 Netzteil angeschlossen und einen kleinen Bildschirm noch dazu. Dann können wir auch gleich ins BIOS gehen und dann mal ermitteln, was wir hier mit dem Board noch so anstellen können. Okay, der Mini-Bildschirm ist angeschlossen von Togard und das Netzteil auch. Dann kann ich das Teil ja mal starten und hoffe, dass er mir dann irgendwann ein Bild ausgibt. Er leuchtet rot. Hier weiß man, ja, doch, kann man erkennen. Das sieht schon mal nicht so schön aus. Was leuchtet der denn da rot? Ein Bild gibt er ja nicht aus. Dann hat es mit Sicherheit mit den Sockelpins zu tun. Das ist... CPU und Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher. Ja. Genau. Das ist der Arbeitsspeicher. Gut, jetzt sind nur die beiden linken RAM-Module bestückt. Ich starte das Teil wieder. Mal gucken. Und wenn das nicht funktioniert, dann bestücke ich den rechten Kanal und starte das Teil noch einmal. Ja, geil! Wir sind quasi im BIOS. Also, das ist doch schon mal nice. Die Maus kann ich bewegen. Der hat irgendwas hier am BIOS gemacht. Und tada! Wer sagt es denn? Allerdings nur mit dem einen RAM-Kanal, weil der andere, da ist der eine Pin verbogen. Gut, dann möchte ich nochmal kurz auf das UEFI hier des Gigabyte B365M Aorus Elite Mainboards zu sprechen kommen. Ja, das hier ist der sogenannte Easy Mode, welcher einige Informationen bereits hier schon beinhaltet, wie zum Beispiel die Lüfterdrehzahl, die angeschlossene Laufwerk- und der Boot-Sequenz,
den Status des Arbeitsspeichers, die installierte BIOS-Version, die installierte CPU, die CPU-Temperatur und so weiter und so fort. Hier nochmal ein Help-Menü mit verschiedenen Möglichkeiten. Und dann gibt es auch noch ein Classic-Menü, das ruft man dann hierüber auf. Und da findet man dann noch weitere Einstellungen, wie zum Beispiel hier Smart Fan. Da muss ich dann zum Beispiel nochmal sagen, dass ich den gerne silent haben möchte. Und dann das Ganze übernehmen. Was ich sehr bemerkenswert finde, das Mainboard hat ja 4 Lüfteranschlüsse. Und die Lüfteranschlüsse, die Systemlüfteranschlüsse, die kann man nicht nur nach der CPU-Temperatur regeln, sondern die kann man auch zum Beispiel hier nach System 1, PCH und nach anderen Temperaturen regeln. Das ist ganz interessant. Ja. Allerdings wird jetzt hier nur die CPU-Temperatur im BIOS angezeigt. Die anderen Temperaturen werden, glaube ich, nicht angezeigt. So, wie kommt man denn jetzt hier wieder raus? Mit Escape, klar. Ja, dann gibt es noch den PC Health Status. Da findet man eigentlich nur so die Spannungsangaben, mehr aber auch nicht. Advanced Frequency Settings. Ich guck mal eben kurz, wo man... Genau, hier kann man dann auch den Arbeitsspeicher zum Beispiel übertakten auf bis zu 2400 MHz. Ist natürlich von der CPU auch abhängig. Und unter System haben wir dann die Einstellung. Dann gibt es hier noch den Punkt BIOS. Genau, mit... Na gut, eigentlich müsste das Boot heißen. Das ist doch die Boot-Reihenfolge. Naja. Peripherals sind dann diese üblichen Verdächtigen. Okay, ja, kein NVMe-Laufwerk angeschlossen. Wie viel man hier noch bei den SATA-Laufwerken konfigurieren kann, ist interessant. Chipset. Gut. Ah, okay, hier kann man dann den Grafikspeicher festlegen. Für die Onboard-Grafik. Und dann haben wir noch das Power-Menü und Save and Exit. Gut, das ist dann noch hier das BIOS des angeschlossenen 2,5 Gigabit Ethernet-Controllers. Den wollte ich dann auch noch mitgetestet haben. Den habe ich nämlich neu bekommen. Und der ist offenbar auch bootfähig, dass man den Rechner darüber starten kann. So wie es aussieht. Dann F10, um getätigte Einstellungen zu speichern. Und dann bootet er auch dann ins Windows, wie es sein soll. Nur, dass ich eben nur den einen RAM-Kanal nutzen kann. Aber ich habe gleich auch noch ein paar Cinebench-Messdaten für euch. Während die CPUs sowohl aus dem roten Lager wie auch drüben aus dem blauen Lager immer schneller werden, gibt es doch CPUs, die, ja, was die Entwicklung betrifft, naja, ziemlich stark stagnieren. Und zwar ist es Intels Celeron und Pentium-Riege. Und so einer wurde ja auch hier zum Test des Gigabyte B365M AOS Elite verwendet. Und zwar der Celeron G4900. Dabei handelt es sich um einen reinen Dual-Core ohne jegliches Multithreading mit 3,1 GHz. Damit erreicht diese CPU eine Multithread-Punktzahl von 255 und eine Single-Thread-Punktzahl von 125 hier im Cinebench R15. Zum Vergleich habe ich auch noch ältere Pentiums und Celerons mit in den Vergleich hin herangezogen. Der Pentium G6950 basiert noch auf Clarkdale, das ist eben die erste Serie an Core-Prozessoren für den 1156-Sockel. Okay, ganz am Anfang gab es ja hier den Core i7 für 1366. Dann kam ja
auch der Core i5, i3 mit dem Sockel LGA 1156. Das war so Ende 2009, muss das, glaube ich, gewesen sein. Oder Mitte, auf jeden Fall im Jahr 2009, halten wir fest. Naja, der Unterschied zwischen dem Celeron und dem Pentium besteht meist darin, dass der Celeron nur lediglich über 2 MB L3 Cache verfügt, während der Pentium über deren 3 verfügt. Naja, neuerdings gibt es, okay, was heißt neuerdings, gibt es schon seit, ich meine 2015, 2000, ja, 2017 rum, Pentiums mit Hyperthreading, zum Beispiel in Form des Pentium G4560 Kaby Lakes mit 3,5 GHz. Naja, es gibt ja komischerweise Celerons und Pentiums auch noch für die neuesten CPU-Sockel. Also zum Beispiel hier Coffee Lake, das ist ja eben der Celeron G4900, dessen Basis. Warum genau, das weiß ich nicht, weil die sind ja auch kaum besser als die älteren Prozessoren, wie man ja hier anhand der Auflistung sehen kann. Der Pentium J5005 ist dagegen ein echter Quad-Core, allerdings ein sogenannter SoC, System on a Chip, der beherbergt sowohl Grafikeinheit als auch dann Chipsatz in einem und ist verlötet, und zwar auf meinem ASRock J5005 ITX aus Ende 2017. Das war nämlich ein Gemini Lake. Ja, Athlon 200GE, das ist ein Dual-Core mit SMT von AMD und Ryzen 3 2200G nochmal zu Vergleichszwecken mit aufgenommen hier in die Tabelle. Ja, die Sache ist jetzt nämlich die, dass die Messwerte lediglich mit einem Single-Channel-Speicherinterface durchgeführt wurden. Denn, ihr habt ja gesehen, im 1151V2-Sockel des Gigabyte B365M Aorus Elite Mainboards ist ein Pin abgebrochen. Und der verhindert, dass die zweite RAM-Bank adressiert werden kann. Weshalb ich, ja, in dem Falle lediglich auf ein Single-Channel-Speicherinterface zurückgreifen konnte. Und da habe ich mich natürlich die Frage gestellt, inwiefern, ja, wird die Leistung dadurch beeinträchtigt, dass man jetzt nicht auf zwei RAM-Bänke zurückgreift. Und das konnte ich natürlich dann nicht mit dem Celeron G4900 testen, weil das Gigabyte Aorus Elite ist mein einziges Mainboard bisher mit diesem Sockel. Also habe ich auf den recht ähnlich leistungsstarken Pentium G4400 aus der Vorgängergeneration Kaby Lake zurückgegriffen. Und zwar im Cinebench R15 gab es einen Unterschied von etwa 3% im Single-Thread-Test für das Dual-Channel-Interface im Vergleich zum Single-Channel-Interface und lediglich 1% im Multi-Thread-Test. Hält sich also definitiv in Grenzen. Aber ist das auch durchgehend so? Im Skydiver-Benchmark aus dem 3D-Mark sieht's dann ähnlich moderat aus. Insgesamt gibt's eine Leistungssteigerung von 2,82% mit Dual-Channel-Speicherinterface im Vergleich zur Single-Channel-Variante. Und die Grafikpunktzahl war dann auch nur um 2,83% höher, trotz Verwendung der Intel HD Graphics des Pentium G4400. Das habe ich hier im Skydiver doch relativ gewundert. Kombiniert waren es dann sogar nur 2,6%. Ja, und die Physikpunktzahl, die profitiert hier noch am meisten im Skydiver-Benchmark vom Dual-Channel-Interface. So, dann habe ich das Blatt mal gedreht mit dem PC Mark 7. So, und was eben die Gesamtpunktzahl angeht, die steht an zweiter Stelle, so sind es schon 5,9% Leistungssteigerung durch das Dual-Channel-Interface. Und im Entertainment-Bereich sind sogar dann 7,6%, also durchaus schon erwähnenswert. Naja, im Entertainment-Bereich werden Videos abgespielt, Webseiten aufgerufen
und die Grafikeinheit auf Herz und Nieren geprüft. Ja, die minus 0,73% bei Creativity kann ich mir nur so erklären, das muss ein Messfehler sein, das geht gar nicht anders. Muss so sein. Ja, und die anderen sind dann auch so, okay, etwas unter 5%, aber das ist ja auch hier in die Gesamtpunktzahl mit alles einberechnet. Gut, also man kann sagen, durch Verzicht auf Dual Channel, ja, verzichtet man auf Leistung. Aber es ist jetzt nicht so stark, als wenn man dann zum Beispiel jetzt auf eine Quad-Core-CPU umsteigen würde, statt auf einer Dual-Core-CPU. Beziehungsweise, ja, dadurch, dass die CPU ja selbst auch nicht so leistungsstark ist, sie besitzt ja auch nur zwei Kerne, ohne SMT wohlgemerkt, macht sich Dual Channel dann auch nicht so stark bemerkbar. Da braucht man dann schon eine deutlich leistungsstärkere CPU, sodass sich dann auch der Dual Channel Effekt stärker bemerkbar machen würde. Das ist meine Vermutung, dass es so sein könnte. Kann man natürlich beweisen mit Messdaten, aber die Zeit habe ich jetzt gerade nicht, beziehungsweise die Lust habe ich jetzt gerade nicht. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, Mainboard funktioniert an sich, nur leider aufgrund des abgebrochenen Pins jetzt nur noch mit einer RAM-Bank. Bisschen schade, da bräuchte es dann schon einen neuen Sockel, das kann ich nicht. Da habe ich auch wahrscheinlich eher nicht die Rulgan für und das Equipment auch nicht für. Das wird ja definitiv nicht billig werden, der Spaß. Und ich habe jetzt auch neuerdings Discord und da sind wir jetzt auch schon mit meinerseits dann schon 23 Personen. Würde mich auf jeden Fall freuen, euch auch mal dort begrüßen zu können. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zum Schluss euch beste Gesundheit zu wünschen. Haltet noch ein bisschen durch, Corona ist noch gegenwärtig.